Ich lese das Solinger Tageblatt von Samstag, den 28. Dezember 2019. Das ist diese Zeitung. Und es gibt einen Jahresrückblick. Themen und Bilder des Jahres 2019. Todesfälle. Diese Prominenten sind gestorben. Rennfahrer, Unternehmer und Pilot Niki Lauda mit 70. Modeschöpfer und Fotograf Karl Lagerfeld 85. Fernsehschauspielerin Hannelore Elsner 76. Schweizer Schauspieler Bruno Ganz 77. US-Schauspielerin und Sängerin Doris Day 97. Der ehemalige Schalke-Manager Rudi Assauer mit 74. Der griechische Schlagersänger Costa Cordalis mit 75. Der ehemalige VW-Chef Ferdinand Piech mit 82. Starfotograf und Filmemacher Peter Lindberg 74. Industrie in Klammern Designer Luigi Colani mit 91. Der frühe Präsident Jacques Chirac mit 76, der tschechische Schlagersänger Karel Gott mit 80, Sozialdemokrat und Ex-Bundesminister Erhard Eppler 92, Fritz von Weizsäcker, Sohn des frühen Bundespräsidenten mit 59, Marie Fredriksson, Sängerin des Popduos Roxette. Mit 61. So. Hochzeitsmarathon. Haben Sie schon oder wollen Sie noch? Monatelang hat Heidi Klum 46 ein Geheimnis um ihre Hochzeit mit Tom Kaulitz 30 gemacht. Anfang August ist es dann soweit. Klumlitz feiern Hochzeit auf einer Yacht vor Capri. 4 Monate nach der Hochzeit hat das Model auch den Namen des Musikers angenommen. Und royales Babyglück. It's a boy. Am 6. Mai kommt das erste Baby von Herzogin Meghan und Prinz Harry auf die Welt. Master Archie Harrison Mountbatten Windsor wird im Juli vom Erzbischof von Canterbury getauft. Seinen ersten Flug hat der Royal auch schon hinter sich. Im September ging es auf eine 10-tägige Afrika-Reise. Feuer. Verheerende Brände. Am Montag, der 5. April, Montag, der 5. April 2019. Dieses Datum hat sich als nationales Trauma ins französische Gedächtnis eingebrannt. Notre Dame, die 800 Jahre alte Kathedrale im Herzen der Stadt, steht in Flammen. Kurze Zeit später stürzt der Spitzturm ein. Erst am Morgen kann das Feuer gelöscht, der Bau gerettet werden. Weltweit ist der Anteil an der Tragödie riesig. Viele Menschen spenden für den Wiederaufbau. Milliardäre versprechen irrwitzige Summen. Ursache für den katastrophalen Brand ist wohl ein technischer Defekt oder eine nicht ausgedrückte Zigarette. Ja. Die Bilder der Waldbrände im Amazonasgebiet sind noch im Kopf. Immer schneller fressen sich die Flammen im Spätsommer durch den Regenwald, vernichten hunderttausende Hektar, tausende Indigene verlieren ihre Häuser. Der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro schaut tatenlos zu, wirft dem besorgten Westen Einmischung in innere Angelegenheit vor.
Auch in Kanada, Alaska und Sibirien gibt es 2019 zahlreiche Waldbrände. Netztrends, Riso und ein Ei. Das Internet schläft nicht. Nutzer haben Tag und Nacht Zeit, das Weltgeschehen zu kommentieren. Nur zwei Themen. Am 13. Januar wird die Platzhalterin der meisten Likes für ein Bild auf Instagram, Kylie Jenner, vom Thron gestoßen. Ein Ei bekommt mehr Zuspruch. Kurz vor der Europawahl bewegt YouTuber Rezo mit seinem Video die Zerstörung der CDU, die Massen und die Politik. Anschlag in Halle, Synagoge, Tür soll Mahnmal werden. Nach dem gescheiterten Versuch, eine Synagoge in Halle zu stürmen, erschießt ein Rechtsextremist am 9. Oktober zwei Menschen. Die schwere Holztür der Synagoge hindert den Attentäter Stefan B. daran, in das Gotteshaus einzudringen. Die Tür rettet Dutzenden Menschen das Leben. Jetzt soll sie zum Mahnmal werden. Der Prozess gegen Stefan B. könnte im Frühjahr in Magdeburg beginnen. Persönlichkeit prägende Köpfe. Carola Rakete, Seenotretterin und Klimaaktivistin. Als Sea-Watch-Kapitänin ist Carola Rakete mit Dutzenden Migranten an Bord im Juni unerlaubt in italienische Gewässer gefahren und steuert den Hafen von Lampedusa an. Während ihr die italienische Staatsanwaltschaft Beihilfe zu illegaler Einwanderung vorwirft, setzen sich Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und viele andere für sie ein. Durch ihren Mut wird sie zur Symbolfigur für die Missstände im Mittelmeerraum. Jürgen Klopp, Welttrainer und Champions League-Sieger. Den Meistertitel mit dem FC Liverpool hat Jürgen Klopp in der Premier League nur knapp verpasst, doch im Juni holte sich The Normal One die verdiente Champions League-Trophäe. Mit dem 2:0-Finalsieg gegen Tottenham Hotspur reiht sich der 52 Jahre alte Fußballlehrer bei Jupp Heynckes und Ottmar Hitzfeld ein, die ebenfalls die Königsklasse gewannen. Peter Handke, Autor und Literaturnobelpreisträger. Der Literaturnobelpreis 2019 geht an den österreichischen Autor Peter Handke. Handke wird für sein einflussreiches Werk ausgezeichnet, das mit sprachlicher Genialität die Peripherie und die Spezifik der menschlichen Erfahrung untersucht, so die Akademie. Doch nicht alle sind mit der Wahl des Preisträgers einverstanden. Kritiker empören sich über Handkes Nähe zum serbischen Despoten Milosevic. Dauerthema Trump. Zollstreit mit China, kaum Chancen für Impeachment. Ein historisches Treffen in Nordkorea, andauernde Verhandlungen mit China, ein Aufschub für deutsche Autobauer. US-Präsident Donald Trump stürzt nicht nur Angela Merkel, sondern auch den Rest der Welt ins Chaos. Mittlerweile hat er es mit einem Impeachment-Verfahren zu tun. Am 18. Dezember stimmt der Kongress für ein Amtsenthebungsverfahren gegen Trump. Die Mehrheit im Senat wird das 2020 wohl noch verhindern. Insofern sieht es so aus, als ob Trump sich am 3. November 2020 wieder zur Wahl stellen könnte.
Vorkämpferin Greta Thunberg, Person of the Year und Time Magazine. Das hat Fridays for Future in einem Jahr erreicht. Junge Menschen demonstrieren für mehr Klimaschutz. Greta Thunberg hat das Jahr 2019 geprägt, wie sonst kaum jemand. Ihre Bewegung Fridays for Future ruft besonders in Deutschland lautstark nach entschiedenen Handeln gegen die Klimakrise. Die Schwedin segelt über den Atlantik, zur Klimakonferenz nach Amerika und wieder zurück. Das Time Magazine kürt sie im Dezember zur Person of the Year 2019. Auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos knöpft sich die 16-Jährige die politische und wirtschaftliche Elite der Welt vor. Ich will, dass ihr handelt, als wenn euer Haus brennt, denn das tut es. Zitat Ende. Greta Thunberg spaltet und ist doch die Galionsfigur der Bewegung, die erreicht hat, dass sich junge Menschen engagieren. Die ersten größten Klimaproteste in Deutschland haben sich nach Thunbergs Vorbild im Dezember 2018 formiert. Im Dezember 2019 sind sie aus vielen Städten des Landes kaum noch wegzudenken. Erst waren es einige hundert, dann tausende Demonstranten, die für das Klima auf die Straße gegangen sind. Und auch die Politik ist wachgerüttelt. Keine Partei kann den Klimaschutz mehr ignorieren. Die neue EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen will ihn sogar zu einem ihrer Schwerpunkte machen. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass der Ausstoß von Kohlendioxid aus der Verbrennung von Kohle, Öl und Gas im Jahr 2019 weltweit wieder zugenommen hat. SPD, Mitgliederentscheid, neue Spitze. Beim SPD-Mitgliederentscheid gewinnt überraschend das linke Duo Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans. Sie liegen deutlich vor Scholz und Geiwitz. Für die SPD endet damit eine halbjährige Suche nach einer neuen Führung. Im Sommer war die bisherige Parteichefin Andrea Nahles nach internen Machtkämpfen zurückgetreten. Landtagswahlen, 4 Bundesländer wählen. Bei der Bürgerschaftswahl im Mai in Bremen wird die CDU stärkste Kraft. SPD, Grüne und Linke regieren. Bürgermeister ist Andreas Bovenschulte, SPD oben links. Nach der Landtagswahl in Brandenburg am 1. September, in Klammern die SPD wird stärkste Kraft vor der AfD, Klammer zu, wird im November Dietmar Wodke, SPD, Foto rechts oben, mit den Stimmen von SPD, CDU und Bündnis Grünen, Bündnis 90, die Grünen als Ministerpräsident gewählt. Sachsen ist das dritte Bundesland, in dem CDU, Grüne und SPD zusammen regieren. Michael Kretschmer, CDU unten links, bleibt Ministerpräsident. Im Dezember wird er im Dresdner Landtag wiedergewählt. Die Landtagswahl in Thüringen findet am 27. Oktober statt. Es regieren Linke, SPD und Grüne. Die AfD kommt auf 23,4%. Ministerpräsident ist Bodo Ramelow, Linke rechts unten. Und als letztes Europawahl. Amtsübergabe in Brüssel. Die Europawahl am 26. Mai hält die Europäische Union in Atem. Nicht nur wegen der Frage, ob das Vereinigte Königreich aufgrund des möglichen Brexits an der Wahl teilnimmt oder nicht. Das Interesse an der Wahl ist in Deutschland hoch. 61,4% der Wahlberechtigten geben ihre Stimme ab.
Damit war die Wahlbeteiligung so hoch wie seit 1989 nicht mehr. Die Grünen sind der große Gewinner der Wahl in Deutschland. Sie verdrängen die SPD von Platz 2, die regelrecht abstürzt. Auch die Union verliert viel, bleibt aber stärkste Kraft. Das politische Jahr in Brüssel und Straßburg war von Debatten um Köpfe bestimmt. Ursula von der Leyen, links, wird Präsidentin der Europäischen Kommission. Sie folgt auf Jean-Claude Juncker. Mit von der Leyen steht erstmals eine Frau der Spitze. Mit von der Leyen steht erstmals eine Frau an der Spitze. Erst Ende November wird die Kommission als Ganzes bestätigt. So, das war's auch schon. Tschüss.